Oh mein Gott, Freunde, heute zeige ich euch die geheimen Belohnungen, die chinesische Brawl Stars Spieler bekommen. Denn die chinesischen Brawl Stars Spieler bekommen komplett andere Belohnungen und davon sogar auch viel mehr. Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, oh mein Gott, Alter, heute gibt es auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Video. Denn ich zeige euch heute, was in der chinesischen Brawl Stars Version an Geschenken gibt und welche Events es dort gibt, denn dort geht tatsächlich einiges ab. Dort gibt es viel, viel mehr für die chinesischen Spieler. Leute, und das ist auch, bevor ihr jetzt sagt, okay, das ist irgendwie unfair oder so, hört mir auf jeden Fall erstmal zu, schaut euch das Video an, denn es ist eben folgendermaßen, ihr dürft nicht vergessen, dass es auch die Feier ist für den chinesischen Release. Also das, was bei uns der 12.12. ist, wo wir 14 Geschenke bekommen haben, ihr seht hier nochmal eine Übersicht, was wir zum Beispiel alles bekommen hatten. Ja, das ist bei der chinesischen Brawl Stars Version ja der 9.6. Und dort bekommen sie tatsächlich 10 Geschenke und noch viele Events und so weiter. Also dort geht einiges ab, Leute. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like da und ein kostenloses Abo, würde mich sehr freuen, Leute. Ihr seht schon, ich habe mein Brawl Stars mal für dieses Video auf Chinesisch umgestellt. Das hat keinen besonderen Grund, weil es ist die normale Brawl Stars Version, aber dadurch sieht man zum Beispiel die Geschenke, wie sie ungefähr im chinesischen Brawl Stars auch aussehen. Das holen wir jetzt hier einfach mal als erstes ab. Das ist natürlich das Geschenk, was wir auch im deutschen Brawl Stars bekommen oder im internationalen. Aber es sieht auf jeden Fall ähnlich aus. Und ja, tatsächlich würde ich sagen, Leute, wir starten jetzt sofort rein, denn das erste, was ich euch schon mal zeigen kann, ist ein geheimes Pop-Up-Fenster, was im chinesischen Brawl Stars tatsächlich gekommen ist. Ihr seht hier auf jeden Fall ein geheimes Bild, was nur für das chinesische Brawl Stars gemacht wurde und ein Pop-Up-Fenster und mit so einer Torte, ne? Das steht wahrscheinlich sowas wie, zweijähriges Jubiläum. Ihr seht auch diese Torte, Anniversary, mit einer 2 und einer Kerze. Das wurde nie im deutschsprachigen Raum gepostet, auch mit Star Shelly, Leute, ihr wisst Bescheid. Sehr, sehr krass. Und dort konnte man dann unten sozusagen auf dieses Fenster tippen und ist, glaube ich, dann zum Shop weitergeleitet worden, Leute. Erstmal sehr interessantes Bild. Ich habe mir das schon auch genauer angeguckt, ob es dort geheime Informationen gibt. Man sieht zum Beispiel auch eine Spike-Socke unten bei so einem grünen Geschenk. Dann sieht man noch einen Sprout-Aufkleber. Man sieht auch generell, keine Ahnung, bei der Torte diese legendären Symbole, ne? Sozusagen von einem legendären Brawler. Ansonsten natürlich das Offensichtliche, aber keine geheime Info oder sowas, was halt ganz interessant gewesen wäre. Genau, und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu den Geschenken, Leute. Am ersten Tag im Shop ist Folgendes nämlich dort gewesen. Ihr seht es jetzt eingeblendet. Und zwar hatten sie auch die gratis Megabox an Tag 1 sozusagen. Und auch direkt einfach mal an Tag 1 schon den, ja, gratis Megabox Daryl plus gratis Daryl, Digga. Also geisteskrank heftig. Direkt an Tag 1 schon den Gratis-Skin hier bekommen. Den hatten wir ja genau vor einem Jahr und in China Brawl Stars kam jetzt quasi nochmal. Der kam auch schon mal, aber der kommt jetzt sozusagen nochmal für die, die den verpasst haben. Für die neuen Spieler, die noch nicht Daryl haben, ist halt eine schon geile Sache. Hätten sich, glaube ich, auch viele gewünscht, die damals noch nicht Brawl Stars gespielt haben im globalen Brawl Stars. Aber ja, das ist das Geschenk, was sie sozusagen schon mal an Tag 1 bekommen haben. Und ich zeige euch jetzt auf jeden Fall mal, nochmal für alle, die es noch nicht so ganz verstanden haben, nochmal ganz kurz ein paar Unterschiede, weil die globale Brawl Stars Version ist ganz anders wie die chinesische, bevor wir zu den nächsten Tagen kommen, was sie dort für weitere Geschenke tatsächlich haben. Zum Beispiel, hier seht ihr übrigens die China-Version, gab es im chinesischen Brawl Stars, oder gibt es immer noch, wenn man sich Gems kaufen will, ein Warnfeld, ne? Dort, ja, wird man auf jeden Fall darauf hingewiesen, dass man einen extra Account braucht und generell, gibt es bei der chinesischen Brawl Stars Version sehr viele Warnungen. Nämlich gibt es zum Beispiel hinter den Münzen einen Warnspruch, warum auch immer, Leute. Was auch immer das quasi für einen Sinn macht. Dieser Warnspruch hier am Ende, da steht auf jeden Fall Warning, Enjoy Responsibility. Dort ist kein Creator-Code-Feld, leider, ne? Leute, im chinesischen Brawl Stars kann man mich, glaube ich, nicht supporten. Schade auf jeden Fall. Aber Enjoy Responsibility, also Warnung, handle, ja, verantwortungsbewusst, ne, sozusagen. Das bedeutet es im Endeffekt übersetzt. Es gibt, wie gesagt, ein paar Unterschiede und zum Beispiel vor allem auch gibt es ein Limit an Megaboxen, was man öffnen darf. Das ist quasi gesetzlich dort so festgelegt, ne? Ihr seht auf jeden Fall, wenn man das öffnet, steht hier ein Warnfeld und dort steht dann, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das quasi ein Hinweis, okay, du darfst maximal so und so viele Megaboxen öffnen. Hier steht jetzt eine 30 und eine 15. Ich kann mir vorstellen, dass die 15 für die Megaboxen steht, dass man quasi maximal
15 Megaboxen öffnen darf, 30 vielleicht Bigboxen oder Brawlboxen, aber ich weiß nicht genau, ich kann leider kein Chinesisch, also gerne, wenn jemand Chinesisch kann, gerne berichtigen. Aber es ist auf jeden Fall ganz interessant und vor allem hier, das finde ich auch interessant, in diesem Infofeld im chinesischen Brawl Stars, seht ihr, dass beim legendären Brawler sozusagen hier hinten noch eine Info ist, ne? Und zwar garantiert in 2264 Draws. Was bedeutet Draws genau? Eine Big Box hat ja zum Beispiel 3 verbleibende Gegenstände, standardmäßig in eine Megabox zum Beispiel 5 verbleibende. Das ist quasi, also 5 Draws, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe, Leute. Also es sind nicht 2264 Megaboxen, sondern quasi die verbleibenden Gegenstände, soweit ich das weiß. Und ja, das auf jeden Fall, also sind ein paar Unterschiede im chinesischen Brawl Stars. Auch hier zum Beispiel in diesem Feld gibt es hier dieses QQ-Login, was man dort irgendwie benötigt. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu einer geheimen Webseite. Da könnt ihr auch alle drauf gehen, Leute. Die ist offiziell von dem chinesischen Brawl Stars. Und dort seht ihr jetzt, was für kranke Events es aktuell gibt. So Leute, um zur geheimen Webseite zu kommen, müsst ihr mal Folgendes eintippen. BS, dann einmal Punkt, dann QQ.com. Also Leute, das ist ganz einfach, ne? Wenn ihr das eingibt, kommt ihr tatsächlich automatisch zur chinesischen Brawl Stars Webseite. Und dort sieht man die aktuellen Events, die stattfinden. Und die Geschenke zeige ich euch gleich noch, die Chinesen bekommen im chinesischen Brawl Stars. Und ihr seht schon, oh mein Gott, Alter, wir haben hier einfach mal das chinesische Brawl Stars Logo. Das ist übelst interessant, ihr könnt euch das alle gerne wirklich anschauen. Das ist die offizielle Seite, also keine Angst. Wir zoomen jetzt mal ein bisschen rein. Also Freunde, ihr seht auf jeden Fall hier, das ist kein Spaß. Ja, man bekommt tatsächlich erstmal vom 9.6. bis zum 19.6. Geschenke, also 10 Tage lang. Und am 9.6. kriegt man Daryl und Megabox Daryl kostenlos. Und am 11.6. kriegt man einfach Classic Dynamite kostenlos. Also, Alter, 2 Gratis-Skins, komplett krank. Aber die gab es auch schon mal. Also, es ist jetzt nichts Ultra-Heftiges. Aber natürlich für die Spieler, die es verpasst haben. Dann Nummer 2. Was passiert auf jeden Fall? Ihr seht schon, oha, richtig viele Gratis-Geschenke. Es gibt Powerpunkte, Münzen, Juwelen. Auch nochmal Doppeljuwelen scheinbar. Ihr seht, vorne sind einmal Juwelen und hinten sind einmal Juwelen. Also, scheinbar zweimal Gratis-Juwelen. Dann ein Pinpack nochmal gratis, eine Megabox gratis und so weiter. Diese Geschenke seht ihr auch schon vom 9.6. bis 19.6. Ihr müsst es im Chinesischen quasi umdrehen, ne? Ihr seht das auf jeden Fall. Krank wirklich. Und das war es immer noch nicht, was es im chinesischen Brawl Stars für die Spieler gibt. Denn beim 3. seht ihr schon tatsächlich Penny mit Münzen. Und Leute, ich glaube, das Ganze ist so eine Art Coin-Doubler-Event. Also ein Event, wo man mehr Münzen irgendwie bekommt, wenn ich das richtig verstanden habe. Das Problem ist, Leute, ich habe auch Landi gefragt. Landi kann leider auch kein Chinesisch lesen. Das heißt, ich brauche wirklich im Chat euch, also ich brauche eure Hilfe. Wenn irgendjemand Chinesisch kann, gerne reinschreiben, was das bedeutet hier bei der Nummer 3. Ich glaube, das bedeutet, dass man quasi ein Münzen-Event hat, wo man mehr Münzen bekommt. So ein Münzenregen-Event oder sowas, ne? Also auch das. Und jetzt kommt das krasseste fast schon, Leute. Alter, ja, es gibt tatsächlich die 1. April-Challenge nochmal im chinesischen Brawl Stars aktuell. Also Leute, diese Challenge, die total normale Herausforderung, die kommt jetzt im China Brawl Stars nochmal tatsächlich. Einfach eine der geilsten Challenges ever, Leute. Also, oder beziehungsweise ist es die geilste Challenge ever gewesen. Gratis Juwelen am Ende, eine gratis Megabox war bei Stufe 2 schon drin. Dann nochmal der Pin, also komplett geile Challenge. Und die kommt im chinesischen Brawl Stars jetzt tatsächlich rein. Und jetzt die Frage nochmal, eine Übersicht von den ganzen Geschenken, die man im China Brawl Stars bekommt, die zeige ich euch auf jeden Fall jetzt. So Freunde, ich habe jetzt tatsächlich ein Video von einem Chinesen hier rausgesucht. Und ihr seht schon an Tag 1, ne, kam ja quasi die Gratis-Megabox und dieser Gratis-Megabox Daryl. An Tag 2 sollte auch eigentlich eine Pinpack kommen im chinesischen Brawl Stars. Ungefähr, so Leute, das ist nur eine ungefähre Liste hier. Wie man das hier sehen kann, ne? Hier ein Pinpack auf jeden Fall, sehr, sehr geil. Und wir kommen zu Tag Nummer 3. An Tag 3 sollte es auf jeden Fall hier Münzen geben im chinesischen Brawl Stars. 250 oder eher 300 wahrscheinlich. Okay, Leute, an Tag 4 sollten es eben, ja, Token-Doubler sein, also Markenverdoppler im chinesischen Brawl Stars. An Tag 5 eine Big Box vermutlich, oder, ne, wie gesagt, kann sein, dass die Tage ein bisschen vertauscht sind, Leute, aber das ist ungefähr das, was es sein sollte. Dann tatsächlich nochmal eine gratis Megabox, ne, also das sind ungefähr auch die Geschenke vom letzten Jahr, die sich ja quasi wiederholen. An alle, die es noch nicht ganz verstanden haben. Dann wieder gratis Marktverdoppler. Und natürlich der Megabox Daryl, der kam ja schon, ne? Der Pin sollte dementsprechend auch kommen, Leute. Und natürlich, hier seht ihr nochmal eingeblendet den Classic Dynamite Skin. Den natürlich auch nicht vergessen, sozusagen. Der kommt aber ja am 11.6. habt ihr eben schon gesehen. Und ja, das sollten so ungefähr die China-Geschenke sein, Leute. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, das Video war interessant für euch. Lasst unbedingt ein Like da, ein kostenloses Abo. Wir sehen uns und damit, ciao, ciao.